Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei Subnautica mit eurem Voucher. Leute, ich muss eine kurze Ankündigung machen. Ich habe jetzt lang hin und her überlegt. Ich habe es ja die letzten Folgen auch schon so ein bisschen angekündigt, dass ich die Folgenanzahl runterschrauben will, wenn Portal Knights kommt und so weiter. Ich werde jetzt eine Pause einlegen. Ja? Ich werde Subnautica mal in Pause schicken, so wie ich das mit The Forest gemacht habe vor einem Monat. Einfach, um mal wieder ein bisschen durchzuatmen, um dann mit neuer Kraft und neuer Motivation nochmal ranzugehen. Ich habe die letzten Folgen bei mir gemerkt, dass ich eigentlich nur noch am Spawnen bin. Ich gehe gar nicht mehr richtig ins Wasser. Wie soll ich es erklären? Ich möchte einfach nochmal, wenn ich so ein bisschen durchgeatmet habe, einen frischen Spielstand anfangen. Vielleicht machen wir auch mal Hardcore, vielleicht machen wir Survival, ich weiß es noch nicht. Wir kommen auf jeden Fall zurück mit Subnautica, ist klar, das Spiel liegt mir sehr am Herzen. Aber jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Abstand, habe ich gemerkt. Deswegen machen wir heute die letzte Folge. Wir werden heute, weil ich es dem Clay auch versprochen habe, unten mal den Zyklop uns bauen. Und zwar probieren wir den an Land zu setzen. Ne? Das wollte man ja mal schauen, was passiert, wenn wir den gegen den Felsen spawnen. Und zum Abschluss möchte ich gerne noch ein schönes kleines Becken aufbauen für die Pflanzen, die wir geholt haben, die besonderen und die Grafische. Ne? Das machen wir jetzt heute noch so zum Abschluss. Lassen wir uns noch mal ein bisschen berieseln. Ich war jetzt auch gerade hier schon mal bei den Sandhaien. Und auch wenn ich so alles überblicke, es ist ziemlich pompös. Die Ladezeit geht so langsam in die Knie. Ja, so weit wäre ich natürlich noch gar nicht, wenn ich die Sachen nicht immer spawnen würde. Und ich bin eigentlich ein Typ, der nicht mal cheatet, wenn es wirklich in Ordnung geht, sag ich mal, ne? Also hier diese Mats zu spawnen, das hat mich jetzt überflügelt. Das wollte ich so eigentlich in dem Ausmaß auch gar nicht machen. Und da habe ich gemerkt, es wird vielleicht Zeit, dass ich mal 4, 5 Wochen ein Päusle mache. Ich mache das jetzt aber nicht, dass ich dann Portal Knights auf den Kanal bringen kann. Das mache ich sowieso. Der Slot, den ich jetzt praktisch mit Subnautica verliere, in Anführungszeichen, um 17 Uhr, wird auf 19 Uhr gelegt. Und ich packe da wieder The Forest rein. Ne? Ich mache da mit dem Nameless weiter, für diejenigen, die es früher angeschaut haben. Der Nameless wird auf die Insel zurückgehen. Da habe ich jetzt lang genug Pause gehabt. Der fehlt mal richtig. Da mache ich mit The Forest weiter. Und wenn Portal Knights dann zu Ende geht, kommen wir mit Subnautica wieder zurück. Soweit die Information hierzu. Wenn ihr dazu Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, könnt ihr mich gerne ansprechen, das ist klar. Seht ihr, es geht schon los, es wird dunkel, ne? Und ich mache mir Tag. Und das sind so Sachen, die will ich halt beim nächsten Mal, wenn wir dann wieder einsteigen, nicht mehr haben. So, ich habe mir gedacht, wir werden das hier hinsetzen, wenn uns das Spiel das zulässt. Ist ein bisschen eng hier, ne? Ja, außerdem auch zyklopmäßig und so, die ganzen Geschichten, ne? Das war jetzt die letzte Zeit so ein bisschen durcheinander, ne? Ich habe ja den einen Spielstand dann beendet, habe den angefangen und so. Das war einfach vom Übergang her zu krass. Ja, ich hätte einfach den anderen Spielstand ein bisschen auslaufen lassen sollen, gemütlich und so weiter. Aber wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Möchte jetzt auch nicht noch mehr Worte darüber verlieren. Wer da was wissen will dazu, kann mich gerne anhauen, ist klar. Ich komme da auf jeden Fall wieder. Wir spielen es jetzt fast ein Jahr am Stück, weißt du? Vielleicht ist es auch das, dass einfach jetzt mal gut ist für ein paar Wochen. Es sind ja mittlerweile auch ganz viele Subnautica Let's Plays im Angebot. Da findet sich mit Sicherheit was. Die Alten spielen es ja auch noch, also die großen Kanäle, die das schon immer gezockt haben. Also ich denke, das kriegt ihr dann schon Subnautica-mäßig, kriegt ihr schon ein paar Folgen zusammen, wenn ihr da mal ein bisschen rumguckt. Und dann komme ich da auf jeden Fall wieder. Und außerdem, The Forest habe ich ja gesagt, jetzt komme ich da nicht hoch, oder? Ja, doch. Siehst du, es wird immer krasser jetzt hier. Ja. Ah, siehst du, was ich noch brauche, ist hier dann nachher geschwind dieses Solargeschichtle. Ich habe es auch an der Besucherzahl gesehen. Ne? Ich achte normalerweise ja, das wisst ihr ja nicht so drauf. Die sind aber auch ziemlich runtergegangen. Also ich denke, das geht nicht nur mir so, dass ich eine Pause brauche. Es wird euch genauso gehen. Okay, jetzt pass auf. Jetzt haue ich hier die Becken rein. Da brauchen wir, was brauchen wir denn für zwei Becken? 8 Glas, 2 Titan, das holen wir vorne. Das habe ich schon im Spind drin. Ich habe ja die Spins voll geklatscht mit Materialien. Aber das ist nichts, das kann so nichts, das dürfen wir nicht mehr machen, so extrem Spawning. Das passt nicht in ein gemütliches Let's Play, ne? Und schon gar nicht in eins von mir, weil ich bin ja normalerweise echt der Gechillte. So, jetzt ist aber echt gut. Jetzt gehen wir hinterher, jetzt bauen wir das Becken auf und dann bin ich echt mal gespannt, was der Zyklop so anstellt, wenn wir den an Land hauen. Ja, da bin ich echt gespannt. Das wollten wir ja machen. Ich habe geguckt in der Fahrzeugstation, wir haben den Zyklop, auch wenn hier steht, dass wir ihn noch nicht haben, ne? Das ist halt ein Bug. Ist aber nicht so tragisch. Jetzt muss ich schon wieder gucken. 8 Glas, 2 Titan. Eine Luke brauche ich drin auch nochmal. Eine Luke brauchen wir auch nochmal. 8 Glas, 2 Titan. 8 Glas. 9 Glas. 4 Titan. Siehst du, hier ist alles voll. Das kann es normal nicht sein. Jetzt haue ich das ganze Glas mal hier rüber. Ich habe auch schon das Inventar leer gemacht, dass wir so viel wie möglich hier mitgenommen kriegen schon mal. Dann machen wir da. Das müsste reichen.
Dann gehen wir wieder raus. Ist auch eine scheiß Lauferei mittlerweile hier, ne? Ja, also das Spiel, ich habe jetzt, sag ich mal, den Spaß habe ich trotzdem noch an dem Game, ist klar. Ich lasse auch den Spielstand wahrscheinlich bestehen, falls ich abends mal rein muss. So ein bisschen abchillen. Aber dann fangen wir eine ganz normale Folge an und hangeln uns auch mal ein bisschen dann an der Quest entlang, an der roten Linie, die das Spiel mittlerweile vorgibt. Ne, ihr wisst ja, ich lese die Dinger hier nicht so oft. 61 Logs nicht gelesen. Klar, wenn man einen eigenen roten Faden hat, braucht man das nicht. Aber so langsam interessiert es mich dann doch schon auch mal, wie das Spiel von den Questlogs, also von den Schriftdingern, sich mittlerweile entwickelt hat. Da gucke ich dann beim nächsten Mal auf jeden Fall mit rein. Wo bin ich jetzt den Raum wegen sitzt? Ja, und jetzt hier irgendwas durchpeitschen oder so will ich dann auch nicht unbedingt. Ihr kennt mich, dann lasse ich es lieber mal bleiben für ein bisschen. Das war es nicht hier, ne? Was war denn eigentlich hier drin? Ah ja, die Sand. Okay, da muss ich jetzt hier tatsächlich... Können wir da nicht geschwind so eine Plattform hinsetzen, dass ich da nicht jedes Mal so extrem krass runterknall? Sie, es zittert bei mir jetzt auch ziemlich cool ab hier. Ne, sonst komme ich nicht mehr hoch. Also gut, dann müssen wir halt hier mit leben. Ist jetzt auch das letzte Mal. So, dann brauchen wir die Becken. Ja, habe ich gedacht, das machen wir jetzt noch so zur Abschlussfolge. Wo sind jetzt die Becken? Ich sehe es gerade nicht. Wahrscheinlich, weil ich in Gedanken gerade so ein bisschen, ne, es tut mir immer so ein bisschen Wehmut auch immer mit dabei, wenn man so ein Spiel dann ewig gezockt hat auf dem Kanal und man macht dann ein Päusle. Aber ey, es geht nicht anders. Ich brauche die Motivation für so Sachen. Und wenn die mal für... Was fehlt denn jetzt? Jetzt ist das Ding leer, oder? Hundertprozentig ist jetzt der Kamerad hier leer. Ja, dann wechseln wir die Batterie hier aus. Nee, daran hat es nicht gelegen. Ach, das Ding hat keine Energie? Nee, aber an dem kann es auch nicht liegen. Jetzt, ich war einfach nicht drauf. Wieder alle Möglichkeiten gesehen, was schief geht. Nur nicht die Möglichkeit, die es tatsächlich ist. Einfach keine Energie. Nicht richtig drauf gewesen, ne? So. Also ihr seht schon, ich bin auch so ein bisschen in mich gekehrt. Ist halt tatsächlich so, ne? Weil es ist ja auch eine Gewohnheit, die sich aufbaut bei einem über Monate und Wochen, wenn man so ein Spiel macht. Und das ist ja dann auch eine gewisse Routine. Das ist dann immer da irgendwie. Es gehört dazu. Aber es gibt auch noch andere Spiele da, die ich gerne probieren möchte. Ne, Planet Nomads habe ich seit 2 Wochen hier liegen. Ich habe noch nicht mal reingeschaut. Hätte ich schon lange mal machen können. Was brauchen wir denn jetzt noch hier? Au, ja, das passiert uns jetzt heute das letzte Mal. Quarz hätte ich 2 gebraucht. Siehst du, jetzt geht schon wieder los. Ich kann jetzt Quarz holen oder ich kann es mir holen hier. Wieso die das mit TZ schreiben? Wieso schreiben die Quarz eigentlich mit TZ? Ich glaube, das ist irgendwie so ein Fehler, den man gerne mal macht, ne? Ich habe es auch immer mit TZ geschrieben früher. Reicht es, wenn ich das hier hinsetze? Ist ja nur, dass wir ein bisschen Licht haben drin. Jo, es reicht. Perfekt. Okay, dann ist die Geschichte hier erledigt. Glas haben wir noch, ne? Ja, dann kommt, dann hauen wir jetzt hier noch schöne Fenster rein. Zumindest mal in die Etage. Ich darf jetzt auch nicht zu lang machen, sonst kriegen wir das mit dem Zyklop nicht mehr probiert. Ich weiß ja gar nicht, was da jetzt gleich rauskommt dabei, ne? Was mir zum Beispiel gefallen hat, war die letzte Runde, ne? Mal wieder im Meer rumtauchen, die Vögel dann entdecken, wie die da rumbacken und so. Das sind so die Sachen. Und das ist ja voll verloren gegangen, die letzten Folgen, ne? So. Aber ich freue mich auf Nameless und The Forest. Nicht, weil sich da so viel verändert hat, aber der fehlt mir halt auch schon die letzten Wochen, ne? Das war auch so ein Routinespiel. So, jetzt haben wir hier schön Licht. Guck mal, es sieht schon toll aus, ne? Wie so eine kleine Siedlung. Okay, die Kracherfische will ich hier reinmachen und ein paar von den Pflänzlern. Die holen wir jetzt. Au! Ja, es tut mir leid, Alter. Ich habe das blöd hingesetzt. So. Das machen wir jetzt. Dann holen wir den Zyklop ran. Muss ich hier rein? Nein. Sag mal, wo war denn das Stück Base, wo wir jetzt rein müssen? Hier. Oder? Hier sind die Tintenfische drin. Genau. Ja, machen wir The Forest wieder ein paar Runden. Portal Knights freue ich mich drauf. Ne? Machen wir eine Abschlusssession auf jeden Fall. Wenn das jetzt aus dem Early Access ist, gucken wir es uns noch einmal an, gemütlich, mit der Gruschtel. Und dann schauen wir mal, ob wir was Neues mit reinnehmen oder so. Ne? Müssen wir mal gucken. So, pass auf, wo habe ich jetzt, was habe ich gesagt, was ich brauche? Hier, das habe ich, glaube ich, hier alles eingeräumt. Ne, hier sind die Sachen, die ich ausgeräumt habe vorhin kurz. Wir nehmen die Kracherfischeier auf jeden Fall rein. Ich habe Pflanzen, die wollte ich eigentlich für die Schlangen aufheben, die auch. Ich lasse den Spielstand mal. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir hier weitermachen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir was Neues anfangen. Neues Spielstand Subnautica in 3, 4, 5 Wochen sowas. Ne? Den können wir auch mitnehmen. Dann würde ich fast sagen, ne, Schönfeilchen war eigentlich auch für die andere. Aber das können wir doch trotzdem reinsetzen. Ne? So, und dann machen wir die Geschichte, so wie wir es jetzt gesagt haben.
Jetzt muss ich wieder raus. Die Kracherfische habe ich. Jetzt setze mal das rein und dann gucken wir. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Mats hin habe. Für den Cyclops. Aber da bin ich echt gespannt, was passiert, wenn wir den auf die Insel setzen wollen. Ne? So. Siehst du, jetzt kommt das wieder. Normalerweise schläft man dann mal irgendwann. Aber so sehen wir wenigstens was, ne? Wenn wir das jetzt hier schon beenden. Pass auf. Lalalala. Lalalala. Irgendwie hat das alles angefangen, als ich im Experimental-Modus war und dann da geswitcht habe. Ne? Ab da bin ich so auch ein bisschen durcheinander gekommen, was ich schon hatte und was nicht. Ja, da freue ich mich aber dann auch genauso wie... Ich habe es bei Forest gemerkt, ne? Wie mir das jetzt auf einmal gefehlt hat und so. So, pass auf. Welcome aboard, Captain. Servusle. Hier. Alles klar. Dann hauen wir mal auf jeden Fall die Meereskrone rein. Die Geschichte, die Geschichte, die Geschichte. Ja, und einfach die zwei Eier. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel davon sehen. Aber wir haben zumindest das Becken angelegt. Das haben wir ja eh vorgehabt. Der Kernreaktor wäre jetzt noch gekommen, ist klar. Jetzt holen wir mal die Materialien und probieren das mit dem Zyklop. Ich bin so gespannt. Ich bin vorhin auf der... Ich habe ja geschaut, ob ich das Rezept habe, ne? Und das zeige ich euch gleich. Vielleicht geht es nochmal. Das Ding ist ja an Land gefahren, ne? Es ist fast an Land gefahren komplett. Diese mobile Fahrzeugstation. Ich habe das bei den schönen Fischen, glaube ich, eingelagert. Bei den kleinen in dem Bäckele. Wo ist denn das? Da hinten. Hier habe ich es, glaube ich, reingeschmissen alles. Gehen wir mal kurz gucken. So. Ja, hier sind die Materialien für den Zyklop drin. Natürlich auch spawned. Das mache ich nicht mehr. Also nächster Spielstand wieder ganz regulär. Ohne Spawning. Wenn wir da was brauchen, farme ich das. Und gut ist, ne? So, jetzt gehen wir runter an den Strand. Wir essen aber noch kurz ein Melönche. Ein Melönche, weil wir haben keine Böhnche. Hier ist falscher Wegwatcher. Da hinten müssen wir lang. Ja, jetzt zittert auch jetzt immer mehr. Also ich habe so ein bisschen die Vorahnung, dass das jetzt eh nicht mehr lang gut gegangen wäre. Nochmal kurz Schmerzen. Ah. So, jetzt bin ich gespannt, wo das Ding ist. Ist es überhaupt noch da? Da lacht er noch. Hier war es die ganze Zeit. Aber untergegangen ist es nicht, oder? Jetzt ist die mobile Fahrzeugstation weg. Die war hier. Ne, hier habe ich sie vorhin gehabt. Ich schätze mal, dass die jetzt hier irgendwie... Ey, ist ja aber auch wieder komisch, ne? Dann können wir das jetzt doch nicht probieren. Gerade vorhin war sie noch da, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, bin ich hier mit dem Ding rumgeschlittert. Oder ist hier noch ein anderer Strand? Alter, jetzt ist das Ding weg. Geiler Vorführmoment wieder, ne? Ihr seht schon, das passt gerade wieder alles zusammen. Oder war das hier unten? Da ist sie. Sorry, Verzeihung. Ne? Nur nicht gleich aufgeben. Aber ich hätte jetzt fast schon ausgemacht, was ein gutes Zeichen ist für Päusle. So, wie kommt man da jetzt runter, ohne zu sterben? Hier, wieso ist denn die jetzt hier gelandet? Siehst du, die ist fast an Land. Ich bin nämlich hier so drauf. Ich gucke mal, ob das nochmal geht. Interessiert mich jetzt. Hier bin ich so drauf. Vorhin ist sie bis da hoch, bin ich gekommen mit dem Ding. Jetzt pass auf, hier kommt der große Moment, Clay. Endlich ist es soweit. Lange hast du warten müssen, mein Freund. Jetzt hauen wir uns den Zyklop hier hin. Oh, du Scheiße. Ach, der Scheiße. Bin gespannt. Ich bin so gespannt, Alterle. Ich bin so gespannt. Können wir hier schon runter? Der Clay und ich haben gesagt, das probieren wir, ne? Au, au, au. Da kommt er. Alles klar, er bleibt tatsächlich da oben liegen, Alter. Guck dir das an. Der raucht auch, ne? Der dampft auch so ein bisschen vor sich hin. Müssen wir jetzt natürlich angucken. Die Folge wird kürzer wie üblich. Ist jetzt aber auch nicht so tragisch. Guck dir das mal an. Ey, guck mal, hier haben wir sogar eine Wärmequelle, weißt du? Ach, das ist das Licht. Ist ja geil. Aha. Kommen wir da rein? Wo war denn hier der Eingang von dem Ding? Ah, das ist da vorne, ne? Scheiße, da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Ja, aber wenn man das richtig hinspawnt, ne? Kann man das echt als Base nutzen. Jetzt ist natürlich klar, jetzt müssen wir gucken, wie das nachts aussieht. Breit. Alter, das ist aber schon ein geiler Effekt so irgendwie, ne? Müssen wir mal hoch, müssen wir uns von oben anschauen. Tolle Idee, Alter. Ne?
Wenn wir hier schon alles gespawnt haben, die letzten Folgen, dann kann man auch mal sowas machen. Alterle, ne? Ich würde so gerne reingehen. Kann ich mir da nicht geschwind so ein Ding hinsetzen? Pass mal auf. Ich würde schon gern wissen, was passiert, wenn ich da jetzt auch angehe, ne? Ne, hier, du müsstest hier hin. Hier müsste das hin, das geht nicht. Wo ist denn der? Hier? Wie sieht. Oh, das könnte eventuell hinhauen. Was brauche ich denn für das Fundament? Vier Titan. Jetzt gehen wir kurz, das holen wir uns jetzt kurz. Bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Guck dir das an. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der nach dem Einloggen noch da ist. Ist auf jeden Fall eine tolle Idee für eine Base. Hast du recht gehabt, Alterle. So, pass auf. Alter Schwede, ist das mystisch jetzt? Boah, jetzt ist es natürlich noch übler mit dem Zittern. Naja, das passt schon. Also das Spiel gibt mir recht, ne? Ich freue mich aber auf den Neuanfang dann auch. Ich kenne mich, das geht jetzt 3, 4 Tage. Dann baut sich das so langsam auf, weißt du? Dann denkt man, könnte man auch mal wieder und so. Und wenn ich dann nur so ein bisschen aushalte, dann sind wir volle Voucher-Motivation zurück. Ich hab doch Mats. Siehst du, das sind auch so Sachen, weißt du? Bin da mit dem Kopf irgendwie jetzt. Tut mir leid, dass das heute so ein bisschen hin und her geschwätzt ist, ne? Aber es ist immer auch ein bisschen Wehmut mit dabei, wenn man sowas entscheidet. Ist klar, ne? Ich denke, das könnt ihr nachvollziehen. So, pass mal auf. Jetzt will ich das mal fertig basteln. Ich muss das von hier oben auch mal angucken. Guck mal. Jetzt sind wir hier in diesem Dunstdings drin. Es ist schon sehr, sehr phänomenal. Wo habe ich denn die Plattform da vorne? Ah ja, super, da kommen wir doch jetzt auch noch in den Zyklop rein, oder? Hey, wir kommen da jetzt rein, ich bin sicher. Jetzt muss ich wieder Tag machen, sonst sehe ich nicht, wo ich hinrenne. Passt, passt, passt. Ich krieg's denn doch? Irgendwie ist es cool. Servus. Ja, guck dir das doch an. Mach mal das Licht aus. Hier, ne? Zieh dir das rein. Alles klar, Leute. Alles klar. Also, das funktioniert. Er ist auch nicht mehr ganz so fit. Zieht's da jetzt damage-mäßig? Er zeigt an, wo Damage ist und so. Ist klar. Ja, wir wollten uns ja nur mal anschauen, was passiert, ne? Es bringt natürlich nichts, dass der Voucher nur an Land hier unterwegs ist. Und jetzt auch noch, komme ich hier überhaupt nochmal raus? Oder hänge ich jetzt hier fest? Nee, tatsächlich. Jetzt hat er sich aber wegbewegt, oder? Guck mal. Guck mal. Jetzt klemmt er hier rum. Ah, die Natur, ne? Am Ende findet sie einen Weg. Und der Cyclops ist da, wo er hingehört. Fast im Wasser. Schnell runter, Alter. Der klebt immer noch so ein bisschen am Rand. Alles klar, war eine kurze Base, ne? Oh, guck mal, hier müsste man schweißen. Siehst du, ich kann den nicht unrepariert lassen. Armer Dinger. Es sind noch mehr solche klaffenden Wunden. Alles klar, Leute. Okay, also wie gesagt, Päusle geht mal von 4, 5 Wochen aus. Wir werden auf jeden Fall The Forest ab morgen wieder auf dem Kanal haben. Um 19 Uhr, nicht um 17 Uhr. Portal Knights wird noch kommen. Ein, zwei neue Sachen habe ich noch am Start. Estronir steht auch noch aus in der nächsten Runde. Also wir kommen schon mit einigen Sachen auch wieder zurück, ne? So ist nicht. So, hat mich wie immer trotzdem gefreut, dass ihr auch diese Staffel mit dabei wart. Und wie gesagt, kommt auf mich zu, wenn ihr Fragen habt oder so. Und schön, dass ihr hier heute reingeschaut habt, ne?